Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Neben mir der Syndikate Lukas. What? Alles immer nach Interesse. Ich weiß es nicht. Und neben dir offensichtlich etwas verwirrte Leo alias Interesse. Ja, verwirrt. Was heißt ein Syndicate? Das ist doch ein Syndikat. Ja, aber was ist ein Syndikat? Ein Zusammenschluss aus Sachen. Personen. Okay. Eine Verbrecherorganisation. Ja, habe ich doch richtig gesagt. Oh. Und wir laden. Wir laden. Der Lukas schaut mich komisch an. Wir sind fertig mit Laden, Gott sei Dank. Nee, noch nicht. Oh, verdammt. Yay. Aufzugmusik. Da, 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 da. Oh, ihr Bastarde. Ich werf mich lieber selbst vor den Zug, als Bertha noch eine Meile für diesen Dreckskerl zu fahren. Kellogg? Der ist schon abgefahren. Ach ja? Hat man da noch Töne? Und wer seid ihr zwei? Ich bin Evie Fry. Und mein Bruder Jacob Fry. Sehr erfreut. Ich bin Agnes McBean. Entzückend. Ich dachte schon, ich werde befördert. Und jetzt bin ich wohl arbeitslos. Dann arbeite doch für uns. Ah, da scheißt doch einer die Wand an. Zahlt ihr mehr als Küchenabfälle? Ich denke, das schaffen wir gerade so. Dann präsentiere ich euch Agnes und Bertha, Lady und Lokomotive, zu euren Diensten. Ich bin dann im nächsten Wagen. Ein Versteck auf Schienen. Welch großartige Idee. Ja, es ist wirklich erstaunlich gut gelaufen. Schön. Dann verfolgen wir die Spur von... Jacob? Das ist wichtig. Ich werde nichts machen, bis das repariert ist. Vielleicht kenne ich jemanden, der Ihnen dabei helfen kann. Das dachte ich mir, Greenie. So, ich habe die Sequenz nicht übersprungen, weil sie diesmal richtig abgelaufen ist. Oh. Ohne Grafikfehler. Ja. Yay. Mit Evie. Und das ist wichtig. Mit Greenie. Der hat letztes Mal gefehlt. Evie war aber vom. War aber im Platz falsch. Achso, das wusste ich nicht. Die ist vollkommen verrutscht. Weißt du, mit ein bisschen Moos kann man in dieser Stadt richtig was losmachen. Überleg mal, was du Gutes tun könntest mit dem ganzen Geld. Mit Moos geht's los. Du willst London wieder herrichten? Nun, das ist deine Chance. Auf der Karte siehst du, an wen du dich wenden kannst. Alte Freunde von mir. Wenn du ihnen ein paar Pfund abdrückst, kannst du uns vielleicht alle davor bewahren, Messer und Gabel weglegen zu müssen, bevor wir satt sind. Okay. Schauen wir da mal. War leider die Betonung nicht so geil. Bevor wir satt sind, aber hey. So, jetzt können wir die Gang-Upgrades nämlich auch machen. Ui, Medizinmarkt. Kosten 500 Pfund. Haben wir gerade bekommen. Genau. Und die reinvestieren wir direkt. Und dann können wir das hier. Ah, Betrüger? Das wir haben genug für den Pub-Investor. Verkaufen Sie Pubs in der Stadt, um das Einkommen des Zugverstecks um 500 Pfund alle 30 Minuten und die Kapazität des Safes um 500 Pfund zu erhöhen. Ja, ich würde sagen, das verballern wir direkt. Mhm. Klingt gut. Ich verballer es direkt. Und schon haben wir kein Geld mehr. Oh. Echt? Scheiße. Ja, 6000 Pfund. Ah, stimmt. Mr. Green sagte, dass er dir jemanden vorstellen möchte. Ha. Und wir laden. Ist das nicht schön? Schon. Wieder. Wir laden. Improvisierte Melodie. Das kannst du nicht, Lukas, ich weiß, aber... Warum guckst du mich so an? Das macht man im Jazz auch nie. Improvisieren? Nein, das ist alles vorgefertigt. Note für Note. City of London. The City of London. Lambeth Southwark. Die Pressefreiheit. Was? Die gibt's noch? What? Aussichtspunkte, wir haben noch keine richtige Synchronisation gemacht. Das stimmt. Robert Topping und wir sind momentan hier. Jacob Fry. Zurück für Steak. Und ich würde vorschlagen, wir gehen hier direkt an die Themse. Das finde ich eine richtig gute Idee, heißt es. Jude. Oh nein, unser Zug ist abgefahren. Wie hatte der Lederhandtuch? Okay. Ich mag Ausrufezeichen nicht. Guck mal, Agnes. Wundert euch nicht, aber Agnes, der Leo hat da so eine Macke. Ja. Rote Ausrufezeichen kann ich. City of London. The Cannon Street Station. Waterloo Station. Und... Tutorials. Tutorials.
Suchversteck. Und was haben wir noch? Gang-Upgrades können wir uns alle anschauen, die wir noch brauchen. Was haben wir denn noch? Wir können Growler-Boom holen, dann werden diese Kutschen mit Türen mehr auf der Straße. Ah. Das heißt, wir könnten wesentlich einfacher Verbrecher einfach da rein das schubsen. Das finde ich gar nicht mal so sinnlos. Ist aber teuer. Ah, Schande. Kleine Brooks gibt's dann halt besser. Polizeibestechung. Polizei drückt bei einigen ihrer illegalen Handlungen ein Auge zu. Das würde sich sehr gut sehr anbieten. Gerade in Kombination mit den Kutschen. Letztendlich führst du doch. Kutschensabotage, die Kutschen sind schon von Anfang an kaputt. Rook-Speer ist eine neue Einheit. Oh, eine andere Klasse sozusagen. Neue Einheit, genau. Mhm. Rook-Fahrer, kaufen Sie Kutschen für Ihre Rooks, halten Sie in den Straßen Londons nach Ihnen anschaut. Sehr cool. Das heißt, wir haben dann halt Kutschen auch selber. Und Rooks-Training erhöht das Minimum-Level auf 5. Das ist auch sehr cool. Genau, aber das können wir uns alles nicht holen. Inventar. Wir haben neue Waffen. Ich habe ein paar runtergeladen, nämlich Arbasmirs Stockdolch. Adeptenstockdolch. Was haben wir gerade ausgerüstet? Das ist Kukri, ne? Jo. Schick ist es. Kukri. Die Stöcke sind halt überhaupt nicht tödlich, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich gehe nur mal schnell durch hier. Wir haben hier gehärtete Lederhandschuhe freigeschaltet. Wir haben hier allerdings auch den industriellen Handschuh. Brauchen wir allerdings Level 3 und hier brauchen wir auch Level 3 für den Rotdrücken. Der ist aber auch schick. Handschuh. Deswegen würde ich sagen, wir setzen den gehärteten Lederhandschuh ein. Oh ja. Und verbessern ihn aber nicht. Weil das kostet. Schusswaffen. Wir haben die Schusswaffe freigeschaltet, wir brauchen aber Level 4 dafür. Schick. Nein. Gürtel. Wir haben diesen Gürtel freigeschaltet, wir benötigen allerdings Level 3 dafür. Außerdem macht er minus 1 für irgendwas. Wir haben Ezio-Montur freigeschaltet. Wir haben Edward-Montur freigeschaltet, wir haben die Jäger-Montur freigeschaltet und wir haben die Lumpen der Kreatur freigeschaltet. Das ist cool. Ich setz den mal ein, oder? Oh, der kostet, haben wir schon. Das den haben verbessern. Wir schon. Das Verbessern kostet Okay. Was bringt der nochmal? Verringert Schaden und erhöht. Okay. Ja. Farben haben wir auch zwei neue. Ja, aber das kannst du aber nicht verändern. Ach. Ach. Tja. So is that, ne? Ja. So is that. Wir haben hier unseren Upgradeten. Mit Hut? Wir haben Hut? Ja, wenn wir rumlaufen. Jetzt haben wir keinen Hut mehr. Jetzt haben wir diese Lederreihe. Und jetzt haben wir wieder einen Hut. Das passt einfach irgendwie überhaupt nicht zusammen. Das ist total zusammengeflickte Lederding. Ich finde das super. Ich finde, das sieht super aus. Ich meine, okay. Ein Kombi mit so, mit Lukas, hier brauche ich immer Hilfe, aus der Station rauszufinden. Warum? Ohne Scheiß. Ich finde den da Ausgang. Treppe hoch? Nein, eben nicht. Das ist doch für gewöhnlich der Ausgang. Ja. Oder einfach nur der Wechsel zwischen den. Zwischen den Gleisen, richtig. Oder hinten dann wahrscheinlich. Da ist vielleicht aus. Ich hätte natürlich den Gleisen folgen können und dann rausgehen können, aber. Hier geht's sogar runter. Ja. Oh, schön, Straßensee gibt's auch. Wir müssen dahin. Also, wir können dahin. Mhm, ich will dahin. Wir wollen dahin. Genau. Ich will dahin, ich will dahin, ich will dorthin. Kommen wir da direkt hoch? Jo, schaut das dann raus. Jawohl, und dann die Zuggleise. Hui. Zuggleise? Ach, auf die Zuggleise. Tatsächlich. Die sind hier erhöht. Lass dich nicht überfahren, gell? Nee. Miau. Da hat ein Zug gehupt. Hupt? Gepfiffen. Ja, wie heißt das? Nee. Ist das nicht eigentlich Pfeifen? Das ist theoretisch Pfeifen. Also eigentlich ist da auf jeder Lok so eine Orgelpfeife drauf, oder wie? Ja, genau. Boah, das stelle ich mir so verdammt anstrengend vor. So, aber jetzt sehen wir... Ist gut, Lukas. Ist gut. Ganz ruhig, Lukas. Ganz ruhig, Lukas. Es gibt nichts zu sehen hier, okay? Es gibt nichts zu sehen hier. So, wir klettern diesen Turm das erste Mal hoch. Ast. Okay. So. Synchronisation sieht in diesem Spiel nicht mehr so geil aus wie in Unity, sondern so.
Es ist wieder sehr den Alten entsprechend, was dieses Spiel auch irgendwie ziemlich viel ist und mir ist gerade was aufgefallen. Was? Das hat mich schon beim anderen genervt. Gut. Konflikt. Aus der Höhe sichtbare Objekte verbergen. Dankeschön. Gerätanzeige. Ja, gut, kann man behalten. Aber ich will, wenn ich hier oben bin, will ich einfach eine Aussicht haben und nicht angezeigt also, bekommen, wo was ist. Und danke, dass dafür habe ich unser rechter Fuß zum Beispiel in der Luft schwebt. Obwohl da eigentlich die Hälfte unseres Körpergewichts drauf ist. Verdammt, jetzt, nicht mehr. Jetzt der linke. Ja, da siehst du. Der linke ist jetzt drauf. Ja, aber mit der Ferse bist du drauf. Das ist also kein Problem eigentlich. Wo ist da eigentlich noch Heilbalken? Da, wo ich davor auch schon reingesprungen bin. Habe ich irgendwo eine goldene Kiste gesehen? Nein, habe ich nicht. Tja, so ein Pech aber. So, ich will jetzt diese Mission machen. Na, will ich nicht. Robots Topping. Ich will nicht Topping-Mission machen. Ich will dann doch lieber die... Die Pressefreiheit. Und gibt's auch noch... Genau. Oh, es gibt die Naturburschen. Ja, die ist sogar ziemlich nice. Die hatte ich, glaube ich, längste Zeit an. Ich wollte schon fünf. Schade. Ups. Synchronisieren Sie einen Aussichtspunkt, um den Nebel vor der Minikarte zu entfernen, um Geheimnisse und Aktivitäten in der Umgebung freizuschalten. Danke. Ich glaube, da stand nicht mehr freischalten, deswegen. Weiß ich jetzt nicht so genau. Schick. Nein, nicht schick. Ich will eigentlich nach oben. So. Hammer's denn. Ja, die Bewegungen erinnern sehr an Unity. Finde ich aber gut. Ich frag mich bloß warum. Gleich enden und was? Was? Aber ich finde es sehr gut, weil mir hat die Bewegung sehr gut gefallen in Unity. Oder die Fortbewegung, sagen wir es mal so. Ja, spring doch. Mag nicht. Na also. Jetzt. Oh mein Gott. Oh mein fucking God. Da ist übrigens ein Polizist hinter dir, ne? Mehr oder minder. Entschuldigung. Dankeschön. Und ist der Polizist einfach total egal. Ich hab. Kinderbefreiung! Ich hab. Nein. Nein, Lukas. Nein. Warte. Muss mal gucken. Nein, ganz sicher nicht diese Kinderbefreiung. Empfohlen ist Level 4, wir sind gerade mal Level 2. Glaub mir, die Empfehlungen hier sind. Kann man doch mal gerne beachten. Da kann man durchaus ernst nehmen, sagst du. Genau. Ja. Ciao, ciao. Viel Spaß noch. So, wir werden anonym. Bin ich. Die Pressefreiheit. Empfohlenes Level 2, die Zwillinge bringen. Okay. Was? Es ist so egal, was da steht. Das wird eh gleich erklärt. In dieser Sequenz jetzt. Die jetzt kommt. Nach dem Modul Nein, ich wollte gerade sagen, nach dem Ladebildschirm. Oder Zeitänderungsbildschirm. Verdammt. Alec, was ist denn los? Ich empfange hier nichts weiter als überschwängliche Propaganda über Beruhigungssirup und dergleichen. Ich schwöre beim lieben Gott, wenn Starix Monopol weiter anhält. Alec, verzeih mir bitte. Das sind Freunde von mir. Evie Frey und ihr Bruder Jacob. Alexander Graham Bell. Linguist, Erfinder und Technikexperte. Alec, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Können Sie das reparieren? Oh, da ist ein Sprung im Gussstück. Oh, es ist ein 2. Wirklich. Sowas hätte ich gebraucht, um die Sicherung oben am Big Ben anzubringen. Alec installiert eine neue Telegrafenleitung für unsere Free Press Association. Als Konkurrenz zur Starrick Telegraph Company. Wenn ich alle Sicherungen repariere, die unabhängigen Leitungen am Big Ben verbinden, wäre Starrick geschwächt. Leider sind wir ein wenig beeinträchtigt. Und? Bitte. Ich habe den Mechanismus entfernt, damit er an ihre Armschiene passt. Den werde ich gleich mal ausprobieren. Jacob, warte. Mr. Bell, kann ich vielleicht mit den Sicherungen helfen? Oh, dieses Angebot werde ich nicht abschlagen, Miss Frey. Nehmen wir meine Kutsche, wenn Sie die Güte hätten, die Zügel zu nehmen. Sie mich? Ich kann Ihnen helfen.
Ja, einmal mit dem Finger draufdrücken, dann hält es. Yep.